Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu Mathe Bock, wenn Mathe Bock macht. Wir schauen uns die Bruchrechnung als Wiederholung für die gymnasiale Oberstufe an und in diesem Video geht es um Brüche multiplizieren. Man multipliziert Brüche, indem man die Zähler und die Nenner der beiden Brüche jeweils miteinander multipliziert. Heißt also, wenn du allgemein einen Bruch hast a durch b und sollst den mit einem anderen Bruch c durch d multiplizieren, naja, dann multiplizierst du eben einfach erst die Zähler a mal c und dann Bruchstrich und unten multiplizierst du die Nenner b mal d. Wenden wir diese Regel auf zwei Beispiele an. Hier haben wir 3 Fünftel mal 2 Siebtel, also 3 mal 2, Bruchstrich 5 mal 7. Das Ergebnis ist 6 35stel. In diesem Beispiel ist es ähnlich einfach, kleines bisschen schwierigere Zahlen. Die Rechnung ist am Ende ein bisschen schwieriger im Kopf auszuführen. 13 mal 4 durch 5 mal 11. Oben ergibt sich 52 im Zähler und im Nenner 55. Hier können wir nicht weiter kürzen, denn in den Zählern hat keiner der beiden Faktoren einen gemeinsamen Teiler mit den beiden Faktoren im Nenner. Warum weise ich darauf hin? Besitzt ein Faktor aus dem Zähler einen gemeinsamen Teiler mit einem Faktor im Nenner, so können wir direkt in der Rechnung kürzen. Gucken wir uns mal an, wie das gemacht wurde. Wenn wir also 9 Zwanzigstel mal 10 Siebenundzwanzigstel berechnen sollen, dann können wir einfach mal gucken, gibt es eine Zahl im Nenner, die einen gemeinsamen Teiler mit der 9 hat? Ja, die gibt es, nämlich die 27. Ne? 3 mal 9 sind 27. Und dann können wir also die 9 und die 27 mit der 9 kürzen. Wie machen wir das? Wir streichen einfach die beiden Zahlen durch und schreiben dann klein oben dran das Ergebnis, wenn wir durch 9 dividieren. 9 durch 9 ist 1, 27 durch 9 ist 3. In diesem speziellen Beispiel können wir das sogar jetzt noch mit 20 und 10 machen, denn beide sind durch 10 teilbar. Streichen wir sie durch, 10 durch 10 ist 1, 20 durch 10 ist 2 und jetzt können wir einfach mit den kleinen Zahlen, die wir hier durchs Kürzen dran geschrieben haben, rechnen. Ergebnis ist dann eben 1 mal 1, Bruchstrich 2 mal 3, also 6, 1 Sechstel. Gleiches funktioniert hier, die 35 und die 7 lassen sich mit 7 kürzen, 35 durch 7 ist 5, 7 durch 7 ist 1. Und die 12 und die 24 lassen sich mit 12 kürzen, 1 und da steht dann die 2 dran. Ergebnis hier ist 10 Ganze oder auch als natürliche Zahl geschrieben 10. Ich hoffe, das Video hat dir etwas weitergeholfen, vielleicht auch ein kleines bisschen gefallen und du hast etwas dazugelernt. Wenn das so ist, dann lass mir einen Daumen da, abonniere meinen Kanal und dann sehen wir uns bald wieder.